B1.3. Zeigen Sie rechnerisch, dass für die Länge der Strecke BC und das Maß des Winkels ECB gilt. BC sind 6,75 cm und der Winkel ECB sind 68,90 Grad. Also unsere Aufgabe, wir müssen die Länge der Strecke BC berechnen. Schauen wir uns erstmal an, wo liegt diese Strecke BC? Nehmen wir hier und suchen uns ein schönes Dreieck, wo diese Strecke drin liegt. Zum Beispiel das Dreieck BCE. Überprüft mal, es ist ein nicht rechtwinkliges Dreieck, also funktionieren nur Sinussatz und Kosinussatz. Was haben wir alles gegeben in diesem Dreieck? Wir haben die CE mit 11 cm, bekannt aus der Angabe. Wir haben die BE mit 10,63 cm, die haben wir vorher berechnet. Und den Winkel mit 36,33 Grad, den haben wir in der Aufgabe zuvor berechnet. So, dann schauen wir in die Formelsammlung, was braucht man beim Sinussatz bzw. beim Kosinussatz. Hier haben wir den Sinussatz stehen. Und da fällt einem auf, wir brauchen zwei Winkel und zwei gegenüberliegende Seiten. Wir kennen allerdings nur einen Winkel, der zweite Winkel bzw. die beiden anderen Winkel sind nicht bekannt, also es funktioniert auch der Sinussatz nicht. Gucken wir uns den Kosinussatz näher an. Hier brauchen wir drei Seiten und einen Winkel. Wir kennen die CE, wir kennen die BE, zwei Seiten sind bekannt, die dritte Seite ist gesucht und zusätzlich kennen wir noch einen Winkel. Das heißt, der Kosinussatz funktioniert hier und kann angesetzt werden. Eine Besonderheit gibt es beim Kosinussatz, nämlich man fängt immer mit der Seite an, die gegenüber des benutzten Winkels liegt. Also wir haben hier die 36,33 Grad als Winkel, müssen wir nachschauen, welche Seite gegenüber, das ist die BC, also können wir mit der anfangen. Daraus folgt BC Quadrat ist gleich, und jetzt die beiden anderen Seiten, wir haben BE Quadrat plus CE Quadrat minus 2 mal BE mal CE mal Cosinus des Winkels. Das war der BEC. So, setzen wir die bekannten Größen ein. BE waren 10,63. Ja, den Dreier mache ich schneller. So. Dann plus CE waren 11, also 11 Quadrat, minus 2 mal 10,63 mal 11 mal Cosinus, die 36,33 Grad. So, um das jetzt auszurechnen, kann man es entweder in Solver eintippen oder man benutzt die Wurzel. Dann folgt daraus BC ist gleich. Und jetzt die Wurzel aus dem Ganzen drum. Wurzel aus 10,63 Quadrat plus 11 Quadrat minus 2 mal 10,63 mal 11 mal Cosinus von 36,33 Grad. Eintippen und dann kommt raus, die Strecke BC sind die 6,75 cm. So, erste Aufgabe erledigt. Es gibt noch die zweite Aufgabe. Nämlich man soll den Winkel hier ECB berechnen. Wieder nachschauen, wo liegt dieser Winkel ECB, das ist der da. Und jetzt wieder das gleiche Spiel, wir schauen uns an, in welchem Dreieck liegt dieser Winkel. Das ist das gleiche Dreieck, das wir gerade eben benutzt haben. Es ist nicht rechtwinklig, also funktionieren wieder Sinussatz oder können Sinussatz und Kosinussatz funktionieren. Jetzt ausgehend davon, dass wir die Strecke BC kennen, wissen wir eigentlich sofort, dass der Kosinussatz auch funktioniert. Wir haben alle drei Strecken, ein Winkel ist gesucht. Oder aber auch der Sinussatz, weil wir kennen ja alle drei Seiten. Ein Winkel ist gegeben, der zweite Winkel ist gesucht, also können wir genauso gut auch den Sinussatz ansetzen. Ich benutze jetzt hier den Sinussatz, aber eigentlich ist es egal, es führen beide Wege zum Ziel. So, beim Sinussatz beginne ich immer mit der unbekannten Größe. Das ist hier ein Winkel. Ich schreibe noch hin, welchen Winkel berechnet werden soll, nämlich ECB. Also folgt daraus Sinus von Winkel ECB geteilt durch die gegenüberliegende Seite. Das ist die Strecke BE. Ist gleich Sinus, und jetzt nehmen wir den bekannten Winkel. Das wäre der BEC, geteilt durch die Strecke, die gegenüber von diesem Winkel liegt, also
die BC. So, setzen wir die bekannten Größen ein. Sinus Winkel ECB bleibt, das wollen wir ja berechnen. Unten die BE, die war 10,63 cm, ist gleich Sinus von der Winkel BEC sind die 36,33 Grad, geteilt durch die BC, die haben wir gerade ausgerechnet mit 6,75. So, das können wir jetzt wieder in den Solver eingeben. Oder wer keinen Solver zur Verfügung hat, muss per Hand umformen. Zuerst bringt man die 10,63 cm auf die andere Seite, indem ich multipliziere. Dann folgt daraus Sinus vom Winkel ECB ist gleich 10,63 mal Sinus von 36,33 geteilt durch die 6,75. Und jetzt muss ich noch den Sinus wegbringen. Das mache ich mit der Umkehrfunktion Sinus hoch minus 1. Und dann folgt daraus Winkel ECB ist gleich Sinus hoch minus 1 von, und jetzt wieder den ganzen Bruch hinschreiben, 10,63 mal Sinus von 36,33 geteilt durch die 6,75. Das tippen wir jetzt in den Taschenrechner ein. Und dann kommt raus, wo haben wir es, die 68,90 Grad. Ja, das, was hier oben auch im Zwischenergebnis bzw. auch im richtigen Ergebnis stehen. Ja, und dann haben wir beide Größen berechnet.